so tief empfundenes, so leidendes Werk geschrieben, dass ich ihm diesen Ausrutscher mit dem KZ gegen Ende des Romans verzeihe. Ich sehe das angesichts des ganzen Werks. Und das ist ein Mann, der eine Depression schrecklichster Art nicht gemimt hat. Er hat darunter ungeheuerlich gelitten. Ich habe mit ihm in dieser Zeit gesprochen und korrespondiert. Ihr tut so, als sei das eine Kleinigkeit. Wir tun gar nichts, aber wir können uns damit abfinden. Marcel Reich-Ranitzky, wir finden uns damit ab, dass Sie eben erklärt haben, er findet Aufnahme in die Literaturgeschichte als bedeutender Autor und wir werden an dieser Kanonisierung jetzt nicht mehr rütteln. Er ist ein bedeutender Autor und damit ist der Fall doch abgeschlossen. Was anderes wollen Sie doch nicht mehr von uns hören. Also, wenn Sie das meinen, dann wollen wir uns über Elfriede Jelinek unterhalten. Denn dies ist ja eine Autorin, die etwas wohl gemein hat mit Thomas Bernhardt und mit Hermann Burger. Da sind wohl Parallelen. Deren Roman Lust ist nicht erschienen, muss ich leider sagen. Wir haben gemeint, er werde jetzt erscheinen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch der Druckerstreik da eine Rolle gespielt, ist das Erscheinen des Buches verschoben. Es wird in den Buchhandlungen, gleich sei es gesagt, frühestens in 3 oder 4 Wochen erst erhältlich sein. Aber wir sollten sagen, es heißt Lust und erscheint bei Rowohlt. Am 7. April. Ja, am 7. Ja. April, damit Gut. wir wissen, worum es geht. Ja, nun... wer ist wieder mit diesem Buch unzufrieden? Hier ist ja heute eine Negativstimmung in hohem Maße. Ja, Frau Löffler, Sie Frau sind Löffler als Frau und Österreicherin verpflichtet, uns zu sagen, was in dem Buch drin ist. Ja, ja, das habe ich mir gedacht, dass Sie sagen werden als Frau. Ja. Als Österreicherin ist vielleicht bedeutender. Ja, also die Jelinek in einem Atemzug mit Bernhardt zu nennen, ist eine Beleidigung gegenüber der Jelinek. Denn im Gegensatz zu Bernhardt, würde ich sagen, ist die Elfriede Jelinek wirklich radikal. Und sie schreibt nicht aus Koketterie, sondern sie schreibt wirklich aus Wut. Und ihr Buch... Bei dem war keine Wut, bei Bernhardt. Die Wut ist, glaube ich, immer routinierter, immer glatter, immer kichernder geworden. Von einer echten Wut, würde ich sagen, ist der Bernhardt, je länger er geschrieben hat, desto weiter entfernt. Die Hassliebe, der Hass. Wir wollen jetzt über die Jelinek. Aber die Elfriede Jelinek ist, glaube ich, wirklich eine... Wahrscheinlich zurzeit die bedeutendste Autorin, der bedeutendste Schriftsteller Österreichs. Ich würde das mal einfach so behaupten. Ihr Buch heißt Lust und von Lust kann in diesem Buch überhaupt nicht die Rede sein. Richtig. Unlust wäre wahrscheinlich der passendere Ausdruck. Ich habe dieses Buch als eine absolute Tortur empfunden. Es hat mich tagelang so beklommen gemacht, dass ich eigentlich sprachlos war und eigentlich gar nicht gewusst habe, wie man über dieses Buch reden kann. Es ist ein ganz schreckliches Buch, weil es ein vollkommen erbarmungsloses Buch ist, das keinerlei Ausflucht lässt. Die Jelinek hat vielleicht einen Fehler gemacht. Sie wurde vorher befragt, woran schreiben Sie denn gerade? Da gab es so eine Umfrage und da sagte sie, ich versuche einen weiblichen Porno. Ein weiblicher Porno ist das ganz bestimmt nicht geworden, weil sich ja eigentlich diese Sprache gegen die Autorin gewendet hat. Man kann als Frau in der Gesellschaft, so wie sie ist, einen Porno nicht schreiben, weil es die Sprache dafür nicht gibt. Die Sprache ist von Männern besetzt. Und diese Erfahrung hat Elfriede Jelinek auch gemacht. Und sie hat genau mit dieser Erfahrung dieses Buch geschrieben. Eine Frage. Glauben Sie wirklich, dass die Elfriede Jelinek ein Porno beabsichtigt hat? Ja, ja. Das hat sie sicher versucht. Sie wollte eine Art weibliches Gegenstück zu Georges Bataille, die Geschichte des Auges, schreiben. Ja. Aber Frau Löffler, das sagt sich so leicht. Ich frage nur mal, ich habe mir das auch überlegt anhand dieses Buchs und nicht erst anhand dieses Buchs. Was heißt genau, die Sprache ist von Männern besetzt, vor allen Dingen die pornografische Sprache ist von Männern besetzt. Es gibt nur eine männliche Sprache darüber. Und wie unterscheidet sich die Sprache der Jelinek von dieser männlichen Sprache? Vielleicht sollten wir aber vorher noch sagen, worum es in dem Buch geht. Es ist die Geschichte eines Fabrikanten, seiner Ehefrau und seines Kindes. Dieser Fabrikant ist im AIDS-Zeitalter etwas verschreckt. Er geht nicht mehr seine sexuellen Erfüllungen außerhalb der Ehe suchen, sondern er ist auf die Ehefrau aus Angst vor Ansteckung zurückgeworfen. Präservative und sowas mag er nicht. Also
ist er mit einem, jetzt bin ich fast versucht, das zynische Wort zu sagen, mit einer beneidenswerten Sexualität begabt und stürzt sich dauernd über seine Frau. Das heißt, das Buch handelt von einer fortgesetzten Vergewaltigung einer Frau, von den Versuchen von ihr, sich davon zu lösen in so einer Art romantischen Abenteuer. Das Buch handelt auch davon, wie dieser Ort in Abhängigkeit von ihm ist. Es herrscht Arbeitslosigkeit, er hat eine Papierfabrik, er kontrolliert die Leute da, er ist Herr dieser Leute. Und es handelt von ihrem Versuch, sich einen Liebhaber zu suchen. Und schließlich handelt es von einem Kindsmord, wenn ich richtig gelesen habe, nämlich vom Umbringen ihres Sohns. Und jetzt aber zurück zu meiner Frage. Was unterscheidet eine weibliche Sprache von einer männlichen Sprache? Das hat mich bei der Lektüre dieses Buchs dauernd beschäftigt. Und wenn man nicht auf solche Albereien kommt wie Mann und Frau, also dieses, weiß ich nicht, da könnte ich nur sagen, vielleicht ist Frauensprache sanfter und Männersprache also die grober. Jelinek, ich würde mal fragen. Ich verstehe das nicht. Frau Löffler, die Jelinek gebraucht in ihrem Buch alle Vulgärausdrücke, die in ähnlichen Büchern, die von Männern geschrieben sind, vielleicht auch vorkommen. Sie geniert sich überhaupt nicht. Ich sage das hier ohne Vorwurf, weder lobe ich noch tadle ich sie. Sondern ich sage, sie gebraucht alle Ausdrücke für den Geschlechtsverkehr, für Geschlechtsteile, die die deutsche Vulgärsprache nur zur Verfügung hat. Unlusterweckende, das ja, ist vielleicht. Das, ja, das ist eine andere Sache. In welcher Farbe, Nein, welchem Licht. Das ist der Punkt, Herr Karasek. Ja. Bitte erklären Sie uns, was ist nun die weibliche Sprache für pornografische Also im Grunde handelt das Buch ja davon, dass, entschuldigen Sie, dass ich das darauf reduziere, dass männliche Körper in der Sexualität expandieren und in andere Körper eindringen, wohingegen weibliche Körper diejenigen sind, in die eingedrungen wird. Sie haben dafür die Einsicht ist nicht ganz neu. Nein, aber das ist, würde ich sagen, die Grunderfahrung, von der dieses Buch berichtet. Es ist kein Buch, das über besondere Perversionen oder Ausschweifungen berichtet. Doch. Nein, doch. Es beschreibt, Entschuldigung, ganz den normalen ehelichen Beischlaf. Entschuldigen Sie bitte, dann habe ich ein anderes Buch gelesen. Ja, ich auch. Was also, haben Sie aber, da? Perverses gefunden. Also, das kann ich hier alles gar nicht schildern. Ich will nur ein Beispiel sagen. Die Frau wird bepinkelt. Die Frau wird bekotet. Der Frau wird rektal eingedrungen. Um nur die winzigsten Beispiele, das halten Sie für einen ganz normalen Alltag? Also das Setup in diesem Roman ist... Im Badezimmer wird sie halb tot geschlagen dabei. Ihr wird das Gesicht in die Wanne genötigt. Das sind doch keine normalen Vorgänge. Sie haben mich das... ich hab der Satz jetzt, hat bei Aber aufgehört. Ich wollte sagen, dass die Jelinek die normale eheliche Sexualität, wie sie sie im, sagen wir mal, patriarchalischen Zeitalter erlebt, bis zum äußersten Extrem getrieben hat. Und davon handelt dieser Roman. So ist es schon. Das ist eine Sprache, die eben nicht aufgeilt, sondern die das schiere Entsetzen hervorruft. Und genau das ist die Absicht dabei. Ja, aber dabei. Diese Sprache führt es eben nicht her. Und insofern ist der Einwand von Herrn Karasek berechtigt. Wird ja dadurch eigentlich der beklemmende Eindruck wird ja dadurch hergestellt, dass die Sprache, soweit sie diesen intimen Vorgängen eines Ehelebens gewidmet ist, sich nicht von der unterscheidet, mit der, und das sind ja auch die Verschränkungen, mit der Mann seine beruflichen Aktivitäten in dieser Fabrik schildert. Das heißt also, so emotionslos er als Chef seiner Fabrik agieren muss und welche Sprache er sich da angewöhnt, so emotionslos begegnet er seiner Frau in der Inanspruchnahme ehelicher, wie es so heißt, schön heißt, Pflichten. Und die Sprache, mit der zu beschreiben wäre, wie er mit seinen Arbeitern umgeht, ist dieselbe Sprache, mit der er... Herr Busche, man kann noch einen Schritt weitergehen, und das wäre meine Frage. Ich finde ich will nachher meine Einwände gleich auch sagen, ich finde das einen großen Vorteil des Buchs, dass es sowohl dieses geschäftsmäßige Umgehen
in die pornografische Sprache einbringt, ja, als auch Redensarten verarbeitet. Ja. Es verarbeitet allgemeine Redensarten, den kürzeren ziehen und schwach werden und die Sau rauslassen und schlafende Hunde wecken. All diese Redensarten verarbeitet es, um sozusagen eine sexuelle Aktivität zu beschreiben. Ja, aber das ist ja ein zutiefst politischer Text. Es ist natürlich ein feministischer Text. Das ist doch irgendwie, das muss einem ja klar werden. Es ist ein hochpolitischer Text, der natürlich die Herrschaftsmechanismen in der Fabrik, die dieser Direktor in der Fabrik benutzt, gleichsetzt der brutalen Herrschaftsausübung gegenüber seiner Frau. Richtig. Also jetzt diese Parallelsetzung, Frau Löffler, ich würde zwei Einwände. Sie haben mit dem, was Sie sagen, sicher den Kern des Buchs getroffen. Ich bin ein großer Jelinek-Liebhaber bis vor diesem Buch gewesen. Und ich muss zwei Einwände gegen dieses Buch anmelden, die Sie hoffentlich mir Widersprüche, die mir in diesem Buch aufgetaucht. Der erste Widerspruch ist: Ich habe bisher, denken Sie beispielsweise an die Klavierspielerin, gefunden, dass die Jelinek ihre Figuren widersprüchlicher geschildert hat. In diesem Buch, in dem neuen Buch, ist alles entschieden. Ja. Im Klavierspieler war Mutter, Tochter, Schüler, die hatten alle ihre Irritationen und es war gleichzeitig ein Erziehungsproblem, man hat die Mutter verstanden, man hat den geschundenen Liebhaber verstanden und so weiter. In diesem Buch findet von vornherein eine ganz kalte Verurteilung des Fabrikanten. Es ist eine Hinrichtung. Aber das hat die Jelinek immer schon gemacht. Nee, denken Sie an die Liebhaberin, wir sind Lockvogelbaby, waren sehr viele Möglichkeiten drin. Ja, das war eine reine Sprachspielerei. Aber dass sie Prototypen beschreibt und dass sie mit bösem Hass bloßstellt, das ist doch wohl klar. Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist der: Das Buch tritt so schrecklich auf der Stelle. Ja. Es kommt keine... Nach 20 Seiten weiß man, worum es geht. Endlich, darum geht es doch. Ja. Es ist mit großer Suggestivität geschrieben. Ja. Es ist ein Buch, und da ist die Parallele zu Thomas Bernhard ganz deutlich, wo immer wieder dasselbe gesagt wird. Es werden immer wieder Szenen geschildert, die Belege sein sollen für dieselben Sachverhalte oder dieselben Diagnosen der Autorin.